Und hallo YouTube und willkommen zur Folge 10 der germanischen Mythologie. Und in dieser Folge geht es um Fenrir, den größten aller Wölfe. Auch als der Fenriswolf bekannt, ist Fenrir eines der Kinder von Loki und der Bruder von Hel und Jörmungand, die Loki mit der Riesin Angerboda zeugte. Der Fenriswolf war der Erstgeborene der drei. Und als die Götter von der Geburt von Lokis Kindern erfuhren und durch eine Weissagung erkannten, welche Gefahr von Fenrir und seinen Geschwistern ausging, befahl Odin, sie nach Asgard zu holen. Dort entschieden die Götter, wie sie mit den drei Wesen umgehen sollten. Und während sie Hel in die Unterwelt und Jörmungand ins Meer verbannten, behielten sie den Wolf in Asgard. Sie wollten ihn dort erziehen, damit er nicht zu einem Ungeheuer und ihrem Feind werden würde. Und immerhin gehörten Wölfe ja auch zu den Tieren von Odin. Fenrir wuchs also mit den Göttern in Asgard auf, wurde mit der Zeit aber immer größer und größer und immer stärker und stärker. Bald schon war er so mächtig und schrecklich, dass sich keiner der Götter mehr wagte, ihm überhaupt zu nahe zu kommen. Der einzige, der noch den Mut hatte, den großen Wolf überhaupt zu füttern, war Tyr. Dies zeichnet ihn auch als den mutigsten der Götter aus. Und Fenrir und der mutige Himmelsgott Tyr sind auch weiterhin eng verbunden. Denn umso größer Fenrir wurde, umso mehr wurde den Göttern klar, dass sie ihn nicht zähmen konnten und er zu der Bestie werden würde, von der die Weissagungen sprachen. So entschieden sich die Asen schließlich, den Wolf zu fesseln, damit er keinen Schaden anrichten würde. Dies war natürlich einfacher gesagt als getan, da sich ja niemand aus der Tür überhaupt wagte, Fenrir zu nähern. So schufen die Götter eine mächtige Kette, die sie Läding nannten, und schlugen Fenrir eine Wette vor. Wenn er wirklich stärker wäre als die Götter, so könnte er bestimmt leicht diese Kette, die von ihnen gemacht worden war, zerstören. Dieser ging auf die Wette ein und ließ sich Läding ohne Widerstand anlegen, da Fenrir sie nicht für allzu stark hielt. Und tatsächlich, als sich der Wolf nur einmal streckte, zersprang die Kette und war zerstört. Von der Macht des Wolfes noch mehr schockiert, machten sich die Götter rasch daran, eine zweite Kette herzustellen. Diese war noch einmal doppelt so stark wie Läding und wurde Droma genannt. Wieder wollten die Götter mit Fenrir wetten, ob er auch diese Kette zerbrechen könnte. Droma aber erschien dem Wolf als deutlich mächtiger und er zögerte, auch wenn er selbst seit Läding schon deutlich stärker geworden war. So sagten die Götter ihm, dass er gegen diese mächtige Kette seine Kraft beweisen könnte. Und wenn er es schaffen sollte, auch Droma zu bekommen, so würde seine Macht in allen neun Reichen berühmt werden. Damit lockten sie Fenrir dann auch ein zweites Mal, sich die Kette dann doch anlegen zu lassen. Wieder reckte sich der Wolf, schüttelte sich und Droma zerriss. Auch diese Kette hatte Fenrir überwunden und seine Kraft gegen die Götter bewiesen. Und wieder fürchteten ihn diese nur umso mehr, schien es doch nichts in ihrer Macht zu geben, um den Wolf zu bändigen. So schickte Odin einen Boten zu den Zwergen von Svartalfheim und beauftragte sie, Fesseln zu machen, mit denen man selbst den mächtigen Fenriswolf halten könnte. Und bald darauf brachten die Zwerge die Kette Gleipnir zu den Göttern. Diese war nur ein dünnes Band und so weich wie Seide. Geschaffen hatten die meisterlichen Handwerker der Zwerge sie auch aus recht sonderbaren Zutaten, von denen in der Edda 6 aufgeführt werden. So bestand Gleipnir aus dem Geräusch einer schleichenden Katze, dem Atem eines Fisches, dem Speichel eines Vogels, dem Bart einer Frau, den Sehnen eines Bären und den Wurzeln der Berge. Damit war die Kette Gleipnir, was so viel bedeutet wie die Offene, ein recht sonderbares Produkt der Zwerge. Gleipnir machte auch keineswegs den Eindruck einer mächtigen Kette, so wie es Droma und Läding gewesen waren. Und eben das machte Fenrir misstrauisch, als die Götter ihm auch diese Kette brachten und ihn mit ihr forderten. Er vermutete schon, dass die Götter ihn überlisten wollten, und so wollte er diese Wette mit den Göttern nur unter einer Bedingung eingehen. Einer der Götter sollte ihm als Pfand, dass sie ihn nicht hintergehen wollten, seine Hand ins Maul legen. Natürlich gab es nur einen der Götter, der den Mut hatte, dies zu tun. Tyr bot seine rechte Hand. Er legte sie dem Wolf ins Maul und dieser ließ sich dafür Gleipnir anlegen. Wie zuvor schon streckte und schüttelte sich Fenrir, doch diese Kette brach nicht. Im Gegenteil, das Band wurde nur umso stärker und enger, je mehr er sich dagegen wehrte. Die Kette der Zwerge war stärker als der Wolf und die Götter hatten es endlich geschafft, Lokis Sohn zu bändigen. Tyr aber musste dafür den Preis bezahlen, denn als Fenrir erkannte, dass er die Kette nicht brechen konnte und ihm die Götter diese auch nicht wieder abnehmen würden, biss er zu und riss Tyr die rechte Hand ab. So wurde Tyr zum einhändigen Gott, dank dessen Mut der Fenriswolf gefesselt werden konnte. Nachdem dieser nun gefangen war, banden die Götter ihn am Felsen Gjöll auf der Insel Lyngvi fest
Und als Fenrir dabei nach ihnen schnappte und versuchte auch sie zu beißen, steckten ihm die Götter ein Schwert in den Rachen. So sperrten sie dem Wolf das Maul auf und Fenrir konnte nicht weiter zubeißen, da ihm sonst die Spitze des Schwerts durch den Kopf getrieben worden wäre. So ließen sie Fenrir gefangen zurück und die Welt war vor einem der größten und mächtigsten Ungeheuer der neuen Reiche sicher. Doch eines Tages sollte der große Wolf wieder freikommen, denn zu Ragnarök brechen alle Bande und reißen alle Ketten. Dies gilt sogar für das mächtige Band Gleipnir und so kommt Fenrir am Ende der Welt wieder frei. Und nun hat er nichts mehr im Sinn außer Wut und Rache. Er bricht von seiner Gefangenschaft los und sucht die Götter zu vernichten. In seinen Augen lodert Feuer und aus seinem Rachen kommen Flammen und schwarzer Qualm. Sein Maul soll er so weit aufreißen, dass sein Unterkiefer die Erde durchpflügt und sein Oberkiefer die Wolken zerteilt. Ob man das nun als eine literarische Übertreibung zur Gewalt und Größe von Fenrir durch Snorri sehen will oder nicht, sei jedem selbst überlassen. So aber stürzt sich der schreckliche Wolf auf die Götter und greift Odin an. Der Allvater stellt sich dem Biest in voller Rüstung und mit seinem Speer Gungnir, doch er wird von ihm besiegt. Fenrir tötet den Obersten der Götter und verschlingt Odin. So erhält der Fenriswolf seine Rache, doch auch er findet den Tod. Nachdem er Odin verschlungen hat, tritt ihm dessen Sohn Vidar entgegen. Dieser steigt ihm mit seinem schweren Stiefel in den Kiefer, bevor Fenrir auch ihn verschlingen kann. Mit einer Hand greift Vidar dann den Oberkiefer des Wolfes und mit der anderen stößt er ihm sein Schwert in den Rachen. Weiter und weiter drückt Vidar dem Wolf das Maul auf und stößt sein Schwert immer tiefer, bis er Fenrir den Kopf entzweireißt. So findet der größte aller Wölfe und eines der mächtigsten Ungeheuer der germanischen Mythologie am Tag von Ragnarök sein Ende. Nicht aber ohne zuvor den Allvater selbst bezwungen zu haben, weshalb Fenrir auch Odins Fluch genannt wird. Aber auch Fenrirs weitere Bedeutung in der Mythologie ist recht interessant. So sind Wölfe bei den Germanen allgemein Symbole für Tod und besonders für Krieg. Domänen, die auch zu Odin gehören, der auch als Gott von Tod und Krieg verehrt wurde. So sind Wölfe auch Tiere von Odin. Dies macht es sehr interessant, dass bei Ragnarök der Gott und Herr von Tod und Krieg durch den größten aller Wölfe, also einem sehr großen Symbol für Krieg, verschlungen wird. Zwar ist dies natürlich keine feststehende Interpretation und wir wissen nicht, wie es die Germanen wirklich meinten, doch ich finde zumindest, dass dies eine sehr interessante Beobachtung und Verbindung zwischen Odin und Fenrir ist. Zudem scheint Fenrir eine Art Archetyp für die monströsen Wölfe der Mythologie darzustellen. So gibt es noch einige weitere solche Wölfe, wie den Höllenhund Garm und die Wölfe Hati und Sköll, die die Sonne und den Mond jagen. So könnten all diese Wölfe einst nur andere Namen für Fenrir gewesen sein, die aber dann vor allem durch Snorri in seinem Ziel, die germanischen Mythen zu ordnen und zu sortieren, zu eigenen Figuren für bessere Unterscheidung gemacht wurden. Hinweise darauf geben vor allem ältere Überlieferungen der Skaldendichtung und sogar schon die Lieder-Edda, auf die sich ja Snorri in seiner Prosa-Edda stark bezieht und die er sogar zitiert. Interpretiert man es so, so würden noch einige weitere Taten an Ragnarök eigentlich auf Fenrir zurückgehen. Maßgeblich das Verschlingen von Sonne und Mond und der tödliche Kampf zwischen Garm und Tyr. Auch dies wäre meiner Meinung nach wiederum recht passend, da ja Tyr und Fenrir bereits vorher durch das Opfer von Tyrs Hand eng miteinander verbunden sind und so ein zweites Aufeinandertreffen der beiden an Ragnarök einen guten Abschluss für diese Verbindung bringen würde. Von Snorri aber wurden diese anderen Wölfe auf jeden Fall zu eigenständigen Figuren ausgearbeitet. Und auch wenn der Verdacht nahe liegt, dass sie alle auf Fenrir zurückgehen könnten, ist dies am Ende auch nicht mit völliger Sicherheit zu sagen. Zumindest wenn man sich mit den nordischen Sagen befasst, kann man Garm, Hati und Sköll als eigene Wesen sehen und läge damit auch nicht falsch. Die weitere Geschichte von Fenrir in der Kultur der Germanen ist nun etwas schwerer zu fassen. Sein Name bedeutet so viel wie Sumpfbewohner oder Sumpfwesen. Die Herkunft und Bedeutung ist aber nicht abschließend geklärt, könnte aber bereits sehr alt sein, was auch für ein hohes Alter von Fenrir als Figur sprechen könnte. Auch sahen bereits die frühen Germanen Sümpfe oft als heilige Orte und könnten Fenrir daher auf seiner Insel vielleicht auch als ein an einem heiligen Ort gebundenes Ungeheuer gesehen haben. Als ein böses Wesen, das durch die Macht eines heiligen Ortes gebannt wird, wodurch die Welt vor ihm geschützt wird. Wie alt aber Fenrir im Glauben der Germanen wirklich ist, ist schwer zu sagen. Klar belegt ist er mindestens ab dem 10. Jahrhundert durch einige Keningar, poetische Umschreibungen, die von Skalden verwendet wurden.
Fenrirs Rolle bei Ragnarök zeigen zudem das Thorwaldskreuz von der Insel Mann, das zeigt, wie Odin vom Wolf verschlungen wird, und das Gosfordkreuz in England, auf dem zu sehen ist, wie Vidar Fenrir besiegt. Beide stammen ebenfalls aus dem 10. Jahrhundert, womit Fenrir als Figur hier schon weit verbreitet und bekannt gewesen sein muss. Und letztlich waren Wölfe ja auch schon bei den alten Germanen von Bedeutung und waren Symbole für Tod und Krieg. Damit wäre es durchaus denkbar, dass ein gewaltiger und monströser Wolf wie Fenrir, den selbst die Götter fürchten, auch schon früher bekannt gewesen war. So könnte Fenrir auch schon im Altertum Götter und Menschen in Angst versetzt haben. Alle außer den mutigen Tyr. Und damit verabschiede ich mich auch aus dieser Folge zur germanischen Mythologie. Wie immer könnt ihr mir eure Meinung zu diesem Video und eure Vorschläge für das Thema der nächsten Folge in die Kommentare schreiben. Und ich sage, danke meine Patreons und tschüss YouTube und bis nächsten Mal bei der germanischen Mythologie.